Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Closer the Distance. Das Spiel habe ich vor ziemlich genau einem Jahr auf der letzten Gamescom kennengelernt. Damals gab es nur ein paar Concept Arts und natürlich die Idee der Entwickler, die mir das sehr breit erzählt haben, was sie da geplant haben. Und ich fand es sehr, sehr cool schon damals als Idee. Jetzt ist es heute Nacht rausgekommen, beziehungsweise heute Morgen. Und ich muss es halt sofort spielen, weil ich es unglaublich cool finde. Es ist so ein bisschen Life is Strange und Sims gepaart. Wir spielen einen Geist, der seine Familie so ein bisschen wieder auf den rechten Weg bringt, die alle so ein bisschen zusammenbringt, weil die im Zuge einer Tragödie, wahrscheinlich durch den Tod des Charakters, den wir dann als Geist so ein bisschen spielen, ja, einfach ein bisschen neben der Spur sind. Das Spiel gibt es komplett auf Deutsch, sowohl Text als auch Stimmen können wir auf Deutsch hören und lesen, was ich sehr, sehr cool finde. Ja, sonst Einstellungen sind nicht viele, brauchst halt aber auch gar nicht, weil das Spiel lebt von der Atmosphäre und vom Artstyle. Und deshalb würde ich sagen, gucken wir uns das Spiel jetzt auch endlich mal an. Osmotic Studios, ganz kleiner Entwickler. Ich weiß, es klingt komisch, Schwesterherz, und es ändert nichts an den Dingen. Aber immer wenn ich das Gefühl habe, dass mir alles zu laut wird, schließe ich einfach meine Augen und lausche. Es beruhigt mich. Das Wissen, dass selbst hier in Yesterby und jetzt, in diesem Moment, etwas geschieht, das nichts mit mir zu tun hat. Dann öffne ich meine Augen und lass alles auf mich wirken. Ist das nicht wundervoll? Ja, bedeutungsschwanger die Stimme. Die Luft, der Ozean, unsere Häuser, angespült wie Treibgut. Hier am Ende der Welt. Gaia, die nachts von der Arbeit in ihrer Praxis nach Hause kommt. Die Geräusche von Melvilles Hammer, der im Schuppen wieder mal eine Spätschicht einlegt. Nichts steht jemals still. Das ist das Haus der Familie? Wir haben halt auch alle ihre Routinen und so, das ist... Ich freue mich richtig drauf. Jetzt reicht's. Ich mache jetzt Abendessen. Was ist mit Angie? Sie kann ja meinetwegen die Reste essen. Hat sie dir wirklich nicht gesagt, wohin sie wollte, Conny? Nein, aber sie meinte, sie würde zum Abendessen zu Hause sein. Es geht immer nur um sie. Selbst wenn sie nicht mal hier ist. Nein, so ist sie nicht. Hat sie ihre Schlüssel vergessen? Es ist nicht abgeschlossen. Wer ist das? Liebling? Ach, dieses Mädchen. Sieht aus, als hätte deine Schwester eine Bank überfallen. Concordia, geh auf dein Zimmer bitte. Warum? Ich werde es nicht nochmal sagen. Was ist los? Hallo. Gerade dann erfahren, dass die Schwester dann wohl tot ist. Also die Synchro von dem Mädel, was da gerade aufs Zimmer geht, finde ich gut, die Stimme. Die anderen hören sich ein bisschen sehr, sehr... Ich lese was vor an. Bist du zurück? Die Polizei steht vor der Tür. Sah ziemlich verängstigt aus. Verängstigt und wirklich wütend. Wo bist du? Wieso bist du noch nicht zu Hause? Okay. Ich denke mal, wir sind dann Angie. Guck dich an. Du bist ja ganz verkrampft. Ja. Ich hänge vermutlich einfach nur mit Zack unten am Strand ab. Du hattest heute nicht vor, jemanden zu treffen. Tatsächlich? Du hast es mir heute Morgen gesagt. Hey. An heute Morgen erinnern? Morgen. Hey. Mom will mir keine neuen Knöpfe kaufen. Sie meinte, ich würde sie sowieso nur als Augen für meine Plüschtiere benutzen.
Sie will, dass ich stattdessen erwachsen werde und Pullover nähe. Tja, der Winter wird kalt. Ich habe dieses Jahr schon genug Pullover genäht. Und ich bin erwachsen. Sie ist diejenige, die mich immer noch wie ein Kind behandelt. Nun, fairerweise muss man sagen, dass Plüschtiere in ihrer Generation wirklich nur für Kinder gedacht waren. Plüschtiere sind mir egal. Ich will einfach eine Herausforderung haben. Eine wilde Chimäre mit zwei Köpfen. Oder einen bayerischen Wolpertinger. Was hat Dad dazu gesagt? Er hat gelacht und meinte, er hilft mir bei der Namenssuche. Aber es braucht keinen Namen. Es ist einfach nur ein Spielzeug. Sie sind manchmal so einfältig. Es tut mir leid, aber du wirst das hier ohne mich aussetzen müssen. Wo willst du hin? Ich weiß noch nicht. Kann ich mit dir kommen? Besser nicht. Bin heute nicht gerade bester Laune. Ich habe später einen Termin bei Gallia. Alles andere verschiebe ich auf einen anderen Tag. Ich sollte allerdings zum Abendessen zu Hause sein. Oh. Okay. Okay. Dann fange ich mal mit der Arbeit am Wolpertinger an. Diese ganze Rohwoll in meinem Regal. Irgendetwas muss ich ja damit machen. Am besten etwas mit Geweih, zwei Hasenpfoten und einem Schnabel. Ein Wolpertinger? Mom wird durchdrehen, wenn sie das Ding sieht. Ich versuche nicht zu spät zu Hause zu sein. Rohwolle. Das gefällt mir. Wir sehen uns am Abend. Na cool, der Sound ist dabei doof. Ich bin mit dem Design schon fast fertig. Also, wo bist du? Ich bin hier, oder nicht? Bist du nicht? Okay, lass uns versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Komm schon, nimm meine Hand. Okay. Du zitterst, Schwesterherz. Versuch mal, deine Augen zu schließen. Und tu dann das, was du immer tust. Was hörst du? Mom schreien. Okay, dann besser keine geschlossenen Augen. Konzentrieren wir uns auf etwas in meinem Zimmer. Etwas, woran wir uns festhalten können. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis auf das, was zur Hölle hier gerade vor sich geht. Okay. Also, das ist wahrscheinlich jetzt gerade trotzdem die Einführung und so. Ich finde es gerade ein bisschen weird. Also, kriegt sie uns jetzt mit? Wir wissen selber anscheinend nicht, dass sie tot ist. Oder spielen wir dann sie? Und spielen dann praktisch über sie mit ihrer Familie. Gucken wir erstmal ihr selbstgenähtes Kissen. Drachen. Dein persönliches Meisterwerk. Ich würde unter Eid aussagen, dass Mom so etwas nie schaffen würde. Kissen sind genauso langweilig wie Pullover. Das ist richtig. Langweilig ist gut. Langweilig ist genau das, was wir jetzt brauchen. Hatten wir hier noch was? Die Tasche? Deine Kameratasche ist leer. Natürlich ist sie das. Das Sonnenlicht an der Küste war heute nahezu perfekt. Der Himmel war großzügig, wie Mom es zu sagen pflegt. Vielleicht bin ich rausgegangen, um ein paar Fotos zu schießen. Ja. Sonst hier noch was? Laptop? Kann man ranzoomen? Hast du an einem Gedicht geschrieben, bevor du gegangen bist? Das Dorf erklingt, der Ozean funkelt, alles im Schwung und niemals verdunkelt. Gleichgültig das Wasser, die Dämmerung starr, sie ist fern und doch greifbar. Und doch greifbar. Mehr steht da nicht. Wie es wohl weitergeht? Weit und doch nah? So hell und klar? Was auch immer ich mir dabei gedacht habe, ich habe es nicht vollendet. Ernsthaft, ich war nie besonders gut darin, Dinge zu Ende zu bringen. Natürlich. Hat nur noch was hier da, das Foto. Moms Predigt war sowas von langweilig, dass uns allen das Gesicht eingeschlafen ist. Perfektes Timing für ein Familienfoto. Du siehst hier trotzdem glücklicher aus, als das in den letzten paar Wochen der Fall war. Die Kameraführung finde ich ein bisschen weird. Also man kann mit den Pfeiltasten, aber ihr seht, das ist mega schnell. Bist du da? Ja, ich komme.
Oh, Angie. Es tut mir leid. Ich wollte bloß deine Schwester holen. Connie? Was wolltest du in Angelas Zimmer? Könnte doch egal sein. Los mit dir. Wer ist Axel? Sag erst, was los ist. Was ist los? Angie. Sie ist... Connie, deine Schwester. Es gab einen Unfall. Was für eine Art von Unfall? Dad? Er scheint mich nicht zu hören. Warte hier. Jedenfalls würde ich so reagieren. Folgen? Auf jeden Fall würde ich so reagieren, wenn die Polizei kommt und mir sagt, dass meine Tochter irgendwie verstorben ist. Schon klar. Okay, gut, okay. Dann gehen wir wohl mal dahin. Ah, mit Doppelklick können wir irgendwo hingehen, okay. Der Knoblauch hängt, der mit Knobi hängt. Knobi. Da kommen wir. Pia, was machst du? Ich mache das Abendessen. Wo ist die Polizei hin? Ich habe sie darum gebeten zu gehen. Mein Engel würde um diese Uhrzeit niemals mit dem Fahrrad die Küste entlang fahren. Würdest du mir bitte ein paar Kartoffeln aus der Speisekammer bringen? Oh, Liebling. Wir müssen es Conny erzählen. Ja, ich stehe nämlich direkt hinter euch. Was ist los, Mom? Conny, könntest du bitte den Tisch decken, Liebes? Das Abendessen ist gleich fertig. Wir müssen uns Gehör verschaffen. Oder ist das falsch? Wäre es besser, ihr Zeit zu geben? Nein, keine Zeit geben. Das ist total dumm. Wir den Tisch decken? Können wir uns dafür entscheiden? Wir können uns dafür entscheiden. Ich bin sicher, die Polizeibeamten meinten es nur gut. Aber sie kennen sie nicht so gut wie ich. Na, darauf ansprechen, ist total dumm, dass er das jetzt verdrängt. Was wollte die Polizei? Hört auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Sagt mir, was passiert ist. Ich kann das gerade nicht gebrauchen. Fangen wir ihn nochmal? Conny. Es ist... Ich... Sie wird Hunger haben, wenn sie nach Hause kommt. Jetzt komm, sag's ihr doch. Rede mit mir. Lass uns ins Wohnzimmer gehen und uns einen Moment hinsetzen. Geht nicht. Ich kann jetzt nicht allein sein. Dann gehen wir nicht. Ich komme mit euch. Liebling. Wen meint er her? Ich bin tot, nicht wahr? Ja, hast du auch gut gemerkt. Jetzt komm, jetzt geh doch hinterher. Hör dir doch erstmal an, dass deine Schwester gestorben ist, bevor du darüber weinst. Aber zu Mom und Dad setzen. Dass wir die nächste Folge ausstellen. Also, die Polizei ist da gewesen, um mit uns zu reden. Denk dran, sie stehen immer noch unter Schock. Es sind also bloß Worte. Ungeschönt, unschlüssig, Rohwolle. Sie können mich nicht so hören, wie du es kannst, und nehmen vermutlich das Schlimmste an. Es ist unsere Aufgabe, die Wolle zu nehmen und sie zu etwas Schlüssigem zu verweben. Hörst du zu, Liebling? Hör mir zu, dann wird alles gut. Alles wird Sinn ergeben, okay? Schaffst du das? Conny? Ja, ich schaffe das. Du schaffst was? Ich kann zuhören. Weird. Okay, also Conny hört uns auf jeden Fall. Und Conny lenkt dann die Familie durch das Geschehnis mit hindurch, denke ich mal. Okay. Ja, krasser Shit. Damit fängt es an mit Closer the Distance. Und wir haben jetzt erstmal die Eltern und die Schwester kennengelernt. Da gab es ja offensichtlich laut Titelbild noch ein paar mehr. Ist auf jeden Fall sehr emotional.
bin mal sehr gespannt. Ich habe tatsächlich Life is Strange alle nie gespielt. Nur immer als Let's Play bei anderen geguckt. Deshalb freue ich mich endlich mal selber sowas spielen zu können. Das Soundtrack, by the way, auch richtig gut gemacht. Sehr, sehr atmosphärisch. Erzählen wir es der Nachbarschaft anscheinend. Danke, dass ihr alle so kurzfristig erschienen seid. Gestern Abend, ungefähr gegen 22.30 Uhr, war Angela in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sie hatte gerade auf ihrem Fahrrad das Dorf hinter sich gelassen, als sie von einem Auto erfasst wurde. Shit, was? Geht es ihr gut? Komm schon, antworte ihr. Geht es ihr gut oder nicht? Seht ihr sie irgendwo? Der Fahrer hat einen Krankenwagen gerufen, aber sie haben zu lange gebraucht. Zu lange gebraucht? Zu lange wofür? Was soll das heißen? Schluss mit dem Gelaber. Wenn ihr etwas zugestoßen ist, dann sag es uns. Es bedeutet, dass der Herr im Himmel mein Baby wieder zurück in seine Obhut geholt hat. Ach, fahrt doch alle zur Hölle! Junge, bleib mir vom Hals! Bei dir falsch gelaufen. Mama, Zack. Gib ihm einen Moment, Liebling. Das Kind da bockt's gar nicht. Ich weiß, dass wir immer noch den letzten Vorfall dieser Art betrauern. Ich bitte euch also erneut, versucht füreinander da zu sein. Gebt euch aber auch gegenseitig den nötigen Raum, falls es erforderlich ist. Ob hier. Es tut mir so leid. Wie konnte das nur passieren? Es tut mir leid. Ich kann hier nicht länger bleiben. Schatz, wir müssen über die Fahrt reden. Das können wir drinnen tun. Ich muss mich setzen. Blanche, Jasper. Hier. Habt ihr einen Moment? Klar. Danke, dass ihr hier seid. Ich werde heute den ganzen Tag in der Krankenstation sein und für Pia und Axel Telefonate erledigen. Die Krankenstation. Wenn ihr reden wollt oder Fragen habt. Ich habe dort viel Zeit verbracht. Könnt ihr jederzeit vorbeikommen. Vielleicht war es sogar der letzte Ort, an dem ich vor meinem Unfall gewesen bin. Wir sollten Gallia bald dazu befragen. Mein Gedächtnis ist ein wenig vernebelt. Okay. Wir sollten auch nach Zack suchen. Er sah nicht gut aus, als er weglief. Hat die Nachricht und Knopf. Haben wir einen Pause-Button? Oh Gott, es geht los. So, wir haben das Spiel. Wir haben einmal Sims-mäßig Schlaf und Hunger. Wir haben Social, wenn sie zu viel alleine sind. Wir haben Routine, was sich hoffentlich gleich noch erklärt. Und wir haben, das heißt Wünsche, aber nennen wir es mal Quests. So, Wünsche zeigen, was ein Charakter erreichen möchte oder wonach er sich sehnt. Klicke auf einen Wunsch. Um zu sehen, was ein Charakter dafür tun muss. X. Wir müssen jetzt da hinten hingehen. Und die Übersicht zeigt alle verfügbaren Interaktionen, die sich auf den ausgewählten Wunsch beziehen. Klicke auf einen der Marker mit dem Wunsch verknüpft. Ist das hier verknüpft? Ah, okay, das ist der andere Marker. Okay. Wäre das hier jetzt. Guck mal, da ist Melville. Den könnten wir jetzt fragen, wo Zack ist. Also wir haben hier eine Übersicht. Müssen jetzt nicht hier alles die ganze Zeit ablaufen. Wir haben aber auch die verschiedenen Häuser, verschiedene Leute, wo wir auch jetzt hier drüber gucken könnten. Ja, aber anscheinend, was uns nicht interessiert, ist jetzt nicht so open-worldig, dass wir da dann sagen, okay, wir gucken trotzdem mal. Und wir haben alle anderen Charakter anscheinend auch. Wo wir wahrscheinlich dann auch gucken müssen natürlich, dass es denen gut geht. Das ist nicht eine Familie, es ist so die Dreierfamilie oder dreieinhalber Familie. Okay, und ja, und das Dorf halt. Guck mal, wir haben eine alte Frau. Nicht steuerbarer Charakter. Der Charakter ist nicht von dir steuerbar. Du kannst trotzdem sehen, wie er sich fühlt und was er denkt. Klicke auf den vorherigen Charakter, um ihn auszuwählen. Also die macht einfach ihre Sache. Arme Mädchen, was für ein Jammer. Das ist ihr Gedankengang. Okay, also die haben auch, guck mal, die haben verschiedene. Schlaf und Hunger haben sie alle. Aber sie hat auch Beharrlichkeit und Auskommen, was auch immer das ist. Dann haben wir das Kind. Ja, ich beende die Pause gleich.
Es ist alles ziemlich seltsam, ich muss der Sache auf den Grund gehen. Auf jeden Fall ist das, was ich als Kind denken würde. Aha. Ist hier wieder ein Verhältnisse? Normales Verhältnis, okay. Das sagt mir jetzt irgendwie nichts, aber gut. Wir haben halt hier, ne, die ganzen Leute natürlich. Aber wir haben jetzt erstmal unseren Hauptcharakter. Und der ist traurig. Der sehnt sich nach was. Ihre Wünsche sind Harmonie, alleine sein und Routine. Die zwei Sachen machen wir jetzt mit ihr. Dann haben wir hier die Chroniken. Angelas Schwester, talentiert, fantasievoll und zumeist in sich gekehrt. Angela war für sie gleichermaßen die wichtigste Bezugsperson und ihre beste Freundin. Sie hat erkannt, dass sie gestorben ist und hat sich an ihr letztes Zusammentreffen erinnert. Das war das, was wir jetzt ja gerade die letzten 20 Minuten gemacht haben. Und die Verhältnisse... Okay. Sagt mir halt gar nichts. Also, ne, das ist ja anscheinend ihre Mutter, ihr Vater, dass die nicht irgendwie oben stehen. Da muss man noch ein bisschen durchgucken. Aber okay. Wir haben jetzt erstmal die drei, weil für die auch Quests haben. Und unsere Aufgabe ist jetzt erstmal, dann würde ich sagen, mit Gaia sprechen. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!